Hallo, willkommen zum nächsten Part, und zwar dem ersten Part der Untoten-Kampagne. Dann würde ich sagen, wir können starten. Kevin ist heute auch wieder da. Nein, ohne mich. Dann hätte ich ein kleines Problem, oder jemand anders dabei. Ja gut, ist halt die Frage, ob die Karten jetzt auch alleine spielen. Nee, dann hätte ich jemand anders dabei, weil alleine kann man die ja gar nicht spielen, wie du weißt. Man muss ja zu zweit sein. Das ist halt die Frage. Du machst einfach ein Ding rein. Ne. Computer, ja, der gibt da wahrscheinlich links ein. Ach, das N fehlt. Kannst du dich denn überhaupt an die Story erinnern? LOL! Kommt da gerade zwei? Was ist das für ein Trick? Mal'Ganis, ich weiß nicht, wie ihr überlebt habt, aber... Beruhigt euch, Prinz Arthas. Mein Name ist Tihondrius. Ich bin ein Schreckenslord wie Mal'Ganis, aber nicht euer Feind. Tatsächlich möchte ich euch beglückwünschen. Mich beglückwünschen? Ihr habt euren eigenen Vater getötet, dieses Land der Geißel ausgeliefert und somit eure erste Prüfung bestanden. Der Lichtkönig begrüßt euren Enthusiasmus. Ja, in seinem Namen habe ich alles und jeden geopfert, den ich liebte. Und empfinde dennoch keine Schäme, keine Scham, kein Mitleid. Er schämt sich nicht. Die Runenklinge, die ihr tragt, wurde vom Lichtkönig geschmiedet und vermag Seelen zu stehlen. Eure hatte sie als erste gefordert. Muss ich eben ohne zurechtkommen? Was ist des Lichtkönigs Begehr? Der Kult der Verdammten muss wieder zusammengerufen werden. Viele der Anhänger haben sich unter der Bevölkerung versteckt. Sobald ihr sie versammelt habt, gebe ich euch neue Anweisungen. Was hab ich denn hier? Captain Fahrt. Er hat seine. Okay, Captain Falken, krass. Der hat dieselben Fähigkeiten, oder wie? Nein. Hat er nicht? Also von der Bilder her sind alles andere Fähigkeiten. Ja gut, bei mir ja auch, aber ich glaube, ich habe trotzdem noch dieselben. Nein. Du hast also den normalen. Ja, nein, ich meine jetzt zwischen dem normalen Arthas und dem Death Knight Arthas sind ja nicht so viele Unterschiede. Ich kann heilen, beziehungsweise andere zu Tode heilen. Ich kann wiederbeleben. Ich habe eine Passive, die mir Movement Speed und Regeneration bringt. Ich glaube, das Einzige, was anders ist, ist meine... Ist das meine W, genau. Ja, die Alter, die hat der Rüstung gegeben. Du bist schon ein anderer, ist schon ein anderer Held. Aber er ist halt der Counterpart zu Dings, ne? Na, genau. Wo muss man eigentlich lang? Das heilige Licht hat sich sozusagen umgekehrt, was sonst alle heilt, bis auf Tontote tötet jetzt alle, bis auf die Untoten halt. Ja, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du die, da du die Cinematics... Seid gegrüßt, großer Lord. Muss ich gucken. Unser Meister. Ja, erklär mir mal die Story geschwind für die anderen. Ja, also er ist, wenn ich mich jetzt recht... Doch, halt, das euch aufzuhalten. Wahrscheinlich über Skype, ja. Überdings. Ich hör das halt auf. Wo war ich jetzt stehen, wie mal erzählen? Er ist jetzt zu seinem Vater gegangen, hat ihn letztendlich einfach umgebracht, soweit ich es auch weiß, ne? Ja, so ein bisschen. Ich sag mal so, guckt eventuell in die Playlist oder so. Klar, habe ich es vielleicht mit drinne. Mein Leben für weil es ist am besten zu gucken, weil die Cinematics eigentlich gut gemacht sind, ne? Ja. Lol, erinnerst du dich an diese Fähigkeit gerade, die ich gemacht habe? Was? Zeig nochmal. Warte, ich habe noch cooldown. Jetzt. Wie ihr Befehl. Ja, das ist nicht an die. Ja, das ist die aus der Dings-Mission. Die Artis dann hatte. Ja. Die Untoten sind zurückgekehrt. Ich dachte, die brauchen wir gar nicht abschlachten. Ist mir egal. Bist du mir immer noch böse, wenn ich jetzt Kinder hier umbringe? Oh! Potion of Healing, nice. Bist du mir immer noch böse, wenn ich jetzt hier Kinder umbringen sollte? Ich meine, wir sind jetzt Untote, wir haben eh keine Seele mehr. Nö, jetzt nicht mehr, jetzt mehr Untote. Jetzt ist das so ein Job, oder was? Auf Feier. Warum nicht? Der Schemen gehört mir. Wow. Endlich.
Gehen wir ein bisschen zurück. Stimmt, dich kann ich, dich kann ich heilen. Mich selber kann ich nicht heilen. Lol, ich hab kein Mana mehr. Geh mal zurück. Ich kann dich gerade nicht heilen. Ich hatte mich gar nicht durch meine Erinnerung verwirrt, wir sind zu zweit. Ja, genau deswegen ist es ja schwerer, haben wir ja schon feststellen können. Wir sollten vielleicht ein Ziel fokussen. Lol, ich sterbe gleich. Scheiße. What the fuck? Geh zurück! What the fuck? Hast du schon einen Heiltrank gehabt? Den hast du schon verbraucht. Den hab ich schon verbraucht. Lass mich in Ruhe. Okay? Geh weg! Houston, we have a problem! Scheiße! Okay. Das ist die erste Untotenmission, okay? Ich würde sagen, wir tun diesen Part ignorieren und tun das einfach mal ignorieren. Nein. Warte. Schneiden wir das rein, oder wie? Das ist drinne. Okay. Also ich schneide sowas nicht raus. Das gehört dazu, manchmal fällt man halt nun mal. Und für uns ist das alles so ein bisschen neu, weil wie gesagt, so viele Dings hat man sonst ja nicht gehabt. Ich hoste schnell mal, ne? Ich kann's jetzt. Ja, aber dann bist du Spieler 2. Spieler 1. Ach, konnten wir nicht wechseln, ne? Doch, du kannst wechseln, Tatsache. Na toll, jetzt hast du gerade... Ich wollte gerade rinjoinen. Okay, ich create nochmal. Okay. Ja, also heute läuft's nicht. Jetzt fehlen wir schon beim Erstellen. Lol, jetzt kann ich nicht mehr tauschen. Ja, also läuft super. Hast du gewechselt? Ja, jetzt. Ein guter Anfang für die Untotenkampagne. Erstmal sterben, jetzt das. Soll ich gleich starten? Ja, starte. Ja, also läuft gut. Ja, gut. Aufnahme läuft immer noch. Ja. Speicherplatz hast du genug frei? Ja. Können wir jetzt ja theoretisch überspringen. Oha. Können wir ja theoretisch überspringen, oder? Ja. Nice. Okay. Wisst ihr natürlich schon, Andreas, kannst du sich vielleicht einfach mal helfen? Was kann ich? Zieh dir mal bitte das Inventar von dem Tichonirus da oben rein. Ja. Von die Massen fette Beute. Es gibt keine fettere Beute als diese hier. Nein. So, das heißt, du wirst in Zukunft tanken und ich werde kein Zeug mehr an Ding verschwenden. Ne? An Villager. Ich beuge mich eurem Willen. Wenn das Stadtvolk eure untoten Begleiter sieht, ruft es die Wache, um euch aufzuhalten. Aber vielleicht einfach weiter. Obwohl, wir sollten ruhig ein bisschen hochleveln. Ich werde gefokust schon wieder. Und dann nimmst du einfach auch den Heiltrank auf. Spürt meinen Zorn. Oh, das stand. Für 3 Sekunden. Wow, ganz schön lang. Da brauchen wir nicht zu viel Mana. Zerstör die Kiste, ne? Stimmt. Da oben. So. Gucken wir zumindest, ob wir von denen auch noch Erfahrungspunkte kriegen. Nee, leider. Ah, ich erinnere mich. Hm? Du bist aufpassen, wir sollten uns nämlich ein bisschen vor denen in Acht nehmen. Wenn die nämlich rot werden, die holen nämlich Hilfe. Und dann kommen immer mehr Soldaten. So war das. Hilfe! Die Untoten sind zurückgekehrt. Die dort Begrabenen werden euch gut dienen. Vielleicht haben wir deswegen vielleicht, wir haben nicht ganz paar Mal Wachen hervorgerufen. Das kann sein. Warte mal, jetzt schicke ich erstmal den Schemen voraus. So viel zum Thema, ich schicke erstmal den Schemen voraus. Wow. 42 trifft mich also, ja, lohnt sich jetzt schon. Endlich.
Die roten sind die Akolyten, gell? Ja. Okay, dann habe ich zwei. Oh, scheiße. Hä? Scheiße, ich hab alle. Okay, die kommen durch wahrscheinlich. Nice. Müssen wir uns hier kümmern. Es gibt eine schwierige Mission, wenn ich glaube, wir müssen 20 Stück retten, ey. Wir haben doch mal 3 Stück. Nee, wir haben 3 Stück schon. Ja, wir haben 3 Stück gerade mal. Wir müssen 20 machen. 20! 24 sogar! Ja. Oh Gottes Willen. Ja gut, vielleicht kriegt man nachher noch ein Camp, dann wird es einfacher. Ich glaub, wir kriegen nur einer, wir werden nicht alleine bleiben. Das wäre ein bisschen. Das wäre einfach langweilig, wenn du komplett alleine bleiben würdest. Ja. Achtung, hier stehen übrigens 2 Ritter da. Vor der Kaserne stehen 2 Ritter. Da oben ist der nächste. Nein, kill ihn nicht, das sind 2 Ritter. Ja. Was, der hätte die Ritter eh alarmiert. Ich mach so. So viel zum Thema. Oh, ich krieg ja sogar Erfahrungspunkte. Mein Leben für Ner'zhul. Potion of Healing. Da ist ein Kind. Ich muss schnell sehen. Tut mir leid, aber so. Kein Ich geh mal kurz. Machen wir dieses Gebäude kaputt, ich will das Kind haben. Ich geh mal geschwind mit dem Schem rum ich hier. Ich glaube, obwohl gab's auch noch ein Kind, das Dings, das Timmy heißt, glaube ich. Obwohl kam noch ein Bild, glaube ich, der so hieß. Aber die Gulschau ein bisschen cool mit den Schemen. Oh Gottes Willen. Nee, das sind nur 2, das sind nicht berittene Pferde, genauso wie hier. Ja, aber trotzdem sind 2 Ritter, die dort stehen, ey. Mhm. Ritter meinen Saufi aus und machen auch ziemlich guten Schaden. Wie weit ist denn das Gebäude? Geht so. Müsste man das eigentlich überhaupt zerstören? Ach, mach mal einfach. Für die Quote, wie ist der werden zum Schluss bewertet? Guck dir das mir mal an. Alter, scheiße. Und da, das Problem ist, hier stehen. Oh, Alter, und die stehen direkt daneben. Alter. Child, Child. Willst du mich trollen? Jetzt müssen wir halt gucken, was ist denn hier links? Hat sich gelohnt, das Gebäude zu zerstören. Dahinter war noch ein versteckter Baum, ich komme nicht weiter. Was war dahinter? Da war noch ein versteckter Baum. Da schlagen sich ein paar. Tyler und Robert schlagen sich. Gut. Also, ich wollte jetzt letzter sagen, machen wir den Todesmantel auf das Kind, aber ich glaube, das wäre Mana-Verschwendung. Was denn? Den Todesmantel auf das Kind machen. Jo. YOLO. Ich hoffe, die Mutter hat das nicht gesehen, die war stinksauer jetzt. So. Oh oh. Ja, die kommen. Meine Fähigkeit. Da oben sind auch noch 3. Gehst du auf den. Ich darf die Frau umbringen oder was? Ist jetzt die Frage, killen wir die Ritter? Nein, auf keinen Fall. Das Buch. Sorry. Ist nur einer. Wie können wir es dann? Das Problem ist, wir brauchen das Level. Ja, stimmt. Weil die 2 da oben zu killen, ohne irgendwas, wäre schon recht scheiße. Wie viel Heiltränke? Ziemlich keinen mehr. Alter, mach das Ding kaputt. Das sind aber so scheiße Tanky, ey. Ja. Was ist das denn für ein Item? Great Potion. Na, jetzt hast du unlocked! Ja, natürlich, wir brauchen das Level. Ah, okay, stimmt. Das ist es halt, das ist halt das Problem. Ich glaube nicht mehr, dass wir Level 2 werden, ne? Aber.
hab ich Monstern. Oh Gott. Ich brauch noch 25 fürs Healing. 20 noch. Ich muss schon sagen, der hält gut durch, der Ritter. Dass es zwei Helden sind, wird ziemlich schwach. Ja. Warte, geh nicht weiter. Denk dran, da vorne ist ein. Wieder was in der Ecke irgendwo hat. Was Brauchbares. Zumindest habe ich mit dem Schemen nichts gesehen. Wir können uns da rumschleichen um das Tor, guck mal. Stimmt. Pass aber auf. Ja, Achtung, da oben sind sau viele. Die Untoten sind zurückgekehrt, die sind auferstanden. Wachen! Scheiße, der eine kommt durch. Scheiße. Scheiße. Fuck. Lass uns weggehen. Verdammte Kacke, Alter, wie sollen wir das packen? Geh weiter, geh weiter, geh doch weiter! Oh, okay. Du hast dich selber gehalten mit dem Post. Ja, komm! Okay. Oh, erstens, ich zieh dich weg. Oh, Gottes Willen. Das sind nur zwei Footmen, die können wir down kriegen. Ja. Die können wir own. Darf den mit an. Hm. Alter, das Spiel zieht jetzt, also diese Kampagne zieht jetzt eine richtige Anfangsschwierigkeitsgrad gerade, ne? Mhm, auf jeden Fall. Also Leute, es tut uns sehr leid, dass es vielleicht etwas langweilig ist, dieses Let's Play. Ja, dieses, aber diese Mission ist sowieso nicht die spannendste. Und wenn sie jetzt auch nur so schwer wird, dann kann man nicht mehr schnell durchrennen oder so. Wir haben immer noch kein Level Up, ey, come on! Ja. Oh Gott, das wird ein Kampf. Vielleicht können wir zumindest einen weglocken. Dass einer weggeht. Perfekt. Nice. Hast du gleich den? Genau. Ich hab gleich, ja, und ich hab gleich nochmal einen Stun. Ja, ein Heal kann ich noch machen. Und nach dem müsste man eigentlich auch ein Level Up sein. Auf jeden Fall, mir fehlt noch ein Punkt. Das ist ja betrug, dass ich einen Erfahrungspunkt kriegen würde. Scheiße, der wird aber echt knapp. Für dich zumindest. Ach, den kriegen wir. Lass mich mal ein bisschen tanken. Oh, nice, Level Up. Okay, was müssen wir überlegen? Ich glaube, dein E bringt, glaube ich, Lauftempo und so, ne? Kills a target friendly that. Giving the percentage of its. Das. Also, meine W wäre was, mit dem ich den Gegner Leben abziehe. Und die W. Increase the movement speed and life regeneration of Nurby-friendly units. Das andere Ding bringt nur noch was, wir haben momentan keinen Untoten, einen überhaupt töten könntest, um dich zu heilen. Ja. Ich habe jetzt als die Macht, womit meine Autor-Attacks eine 30%ige Chance haben, die Rüstung des Gegners um 3 zu senken. Für 12 Sekunden. Ja. Halt so stark bei Helden, aber da wir momentan eh nicht gegen Helden kämpfen. So, hier oben könnten wir gleich den nächsten holen. Und dann müssen wir nur gucken. Da patrouilliert nämlich einer immer auf und ab. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir die baiten. Wir können kein Level mehr aufsteigen, gell? Ich glaube nicht. Ah, dammit. So. Ich muss nur gucken, ob ich dieses Camp finde. Da kriegen wir Hilfe bei dem Friedhof da unten. Das weiß ich noch. Ob ich dahin komme, ist eine andere Sache. Da ist ein Gate, was halb zerstört ist. Nochmal Hilfe. Da ist nochmal ein Village. Haupthaus, oh Gottes Willen. Town Hall, ja. Okay. Wie ihr befehlt. Ja, gut, dann würde ich sagen, baiten wir geschwind den anderen Ritter an. Weil Erfahrungspunkte kriege ich noch. Anscheinend. Meine Geduld ist erschöpft. Hm, sicher. Das ist einfach ja. Nicht so, ist es. Das war 8 wahrscheinlich bei dir auch, ne? Mhm.
Evil Marine. 200 Hitpoints. Ach, das hast du gesenkt. Warte. A Coil of Death that can heal a friendly unit. Also ich kann dir 200 Leben mit dem mit der Fähigkeit geben. Immer. Es interessiert ihn gar nicht. Geil. Hey Leute, unsere Base wird da gerade angerannt. Wir müssen da die Runde Poker zu Ende spielen. Das ist so in der Art. Kiss ihn. Okay, da waren wir glaube ich nicht lang, oder? Warte. Lass mal, warte. Okay. Ein bisschen weggehen damit. Perfekt. Ha. Perfekt. Die anderen müssen wir normalerweise zusammenkühlen können. Mhm. Normalerweise. Die Ritter sind halt das Problem. Ja, genau. Und was steht denn hier jetzt? Ach, da ist noch ein Ritter, der immer auf und ab patrouilliert. Muss man halt warten, bis der ein bisschen weg ist. Aber das ist ja auch nicht so das Problem. Und dann können wir die anderen geschwind baiten. Ich baite sie geschwind raus. Ich bin dann näher allein wegen der Aura, dass ich mehr Mana-Regeneration habe. Ist das Mana? Ich dachte Lebensregeneration. Lebens meine ich. Meine Lebensregeneration. Und 10% mehr Geschwindigkeit. Ja. Ist die Lebensregeneration für mich eigentlich auch, ja, oder? Ja. Oh cool, dann kann ich auch ein bisschen tanken. Bisschen zumindest. So, was steht da im Eck noch? Hilft es auf jeden Fall schon da sehr, würde ich sagen. Noch einer. Ich bin die Dunkelheit. Nee, ich krieg keine Erfahrungspunkte mehr, schade. Welcher? Den Ritter oder? Warte mal, bleib mal kurz. Mal gucken, da hinten prügeln sich, glaube ich, welche. Oh, Great sind tot. Healing Potion. Mana Potion, willst du dich haben? Mana Potion? Eine Mana Potion, 300 Mana gibst du wieder her. Ja, gib mal. Ich sowieso besser auf, guck mal, du hast mehr Mana, aber warte noch. Vielleicht heizt du mich nochmal vorher. Ich beuge mich eurem Willen. Nee, einsetzen werde ich ihn jetzt noch nicht, denke ich. Machen wir die zwei da oben schon. Jetzt auf jeden Fall Back gerade. Okay, die werden da rufen. Oh Gott, ihr ruft noch mehr Hilfe. Nein, hier gibt's keine Hilfe mehr. Hier gibt's nur den. Und den geht das ja. Den kriegen wir noch, würde ich sagen. Ich beuge mich eurem Willen. 9 Stück gerettet von 24. Alter. So, ich guck schon mal, wo da ist dann noch einer. Die Verdammten stehen bereit. Ich hab gleich sogar genug Mana für einen Heal. So. Schick mir mal den Schemen zur Sicherheit mal vor. Kriegt man nicht sogar von hier Hilfe von diesem Graveyard? Ja. Ich habe Glück. Ja. Diese Gräber sind noch frisch. Im Namen des Lichtkönigs, steht auf und wandelt. Nice. Was liegt an? Wie viel habe ich denn davon? 2 Stück? 2 Stück. Kann ich dir die geben? Kannst du, weiß ich nicht. Exchange. Wahrscheinlich nicht. Ach, schade. Das ist wieder eins. So. Durchs Gate gehen wir aber noch nicht zur Sicherheit, oder? Nee. Gut, dass wir hier oben hier schon noch was. Oh, da sind noch 2 Village. Diebe, okay. Erstmal in Ruhe lassen. Kann man später immer noch killen. Vielleicht erstmal die Worker.
bevor die sich gegebenenfalls noch in Dings verwandeln. In Milizen. Bevor sie das Gebäude reparieren. Ist das Sunny Look? Egal. Die Verdammten stehen bereit. Na, ich guck mich weiter da drum. Die grüßt du doch, oder? Ja, easy. Oder? Ich will auch meinen Healer für mich verschwenden, deswegen. Ja. Gut, das kommt dann auch gleich weg. So, warte mal, da unten ist noch ein Villager. Die Toten sind auferstanden. Ich beuge mich vor ihnen. Hier hinten ist der nächste. Der sitzt fest, der kommt nicht raus. Wer? Der Villager gerade, der saß für Falle. Oh, ist nur um. Ist jetzt die Frage, sollen wir da Scheiße. Hingehen? Jetzt hat mein Goodie schon angelockt. Ja, gut, egal. Erst die Kleinen. Ja. Die waren insgesamt gleich mehr schon, die können wir schnell dauern. Wieso kommen jetzt meine nicht? Yo, cool, shall not die. And you shall not pass. Bis dann. Nice. Ach, das haben wir sogar machen müssen. Ah, ne, reduziert nur Attack Speed und so weiter. Was ist das jetzt auch wieder? Increase the Agility of a Hero. Meine Rache gehört euch. Was hast du für ein Hauptattribut? Ich glaube Stärke, oder? Stärke. Stärke. Du glaubst ja auch, ne? Ja. Ja. Lass mal jeden ein Haus angreifen. Immer so, geht schneller. Oh Gott, ich treffe einfach dieses Gebäude nicht. Schade, nichts bekommen. Ja gut, aber ein Versuch, was wird so. Ich schick meine jetzt einfach mal deinem hinterher und schick den Schemen wieder vor. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo eine Einheit ist. Nee. Ja, dann zerstören wir das Tor. Das Kind ist entkommen. Oh. Egal, das möchte ich. Wohl durch, wa? Kannst du es ja wieder rauslassen, bitte? Sorry. Als das hier eine Verschwendung war. Egal. Mein Leben für Ner'zhul. So. Jetzt wird's langsam leichter. Jetzt so mit ein paar Einheiten ist es schon viel, viel leichter. Ja gut, okay, das ist auch noch recht easy. Das geht auch noch. Eins, zwei. Ritter. Ja, ein Ritter und ein Footman. Achtung, da patrouillieren noch Leute umher. Oh, hier ist sogar ein Captain, ne? Oh. Ja, warte mal. Die sollen mit dir mitgehen. So. Oh, hier oben sind auch noch zwei Ritter und ein Footman. Achtung, da kommt ein Footman. Zwei Footman sogar. Jetzt haben wir es fast. Da unten baut sich schon ordentlich was zusammen, ey. Da wo wir gestartet haben. Ja. So. Achtung, nein. Naja, okay, oder so. Oh, der geht in andere Richtung, scheiße. Ja, das Problem ist, da stehen einige. Na! Alle! Kill die alle drei! Weil der letzte, der da noch steht, ist der Captain. Den ich vorhin angesprochen habe. Oh. Nice. Muss ich noch einen heilen?
Ne, es fällt da durch. Okay. So, jetzt gehen wir unten lang, schwind. Die zwei Pillen. Die Untoten! Schlag Alarm! Die Toten sind auferstanden! Wachen! So. Die sind immer noch tot, die Toten. Die Verdammten stehen bereit. So. Dann haben wir hier noch den. So. Jetzt hat man Ruheholz dabei. Ja. Ich hätte es vorher auch überhaupt gehen wollen. Sollen wir uns an den Captain wagen? Los. Ah ja, Captain. Oh, 4 Stück direkt hier. Ja. Das ist natürlich auch. Ich kümmere mich wieder Heiltränke, weil jetzt muss ich mich kaum noch brauchen eigentlich. Nichts besonders drin. Schade. So, kill mal die Villager einen nach dem anderen alle. Hier hinten sind noch einige Villager, da ist noch eine Typ. Lass die gut auf Holz mitnehmen, warum nicht? Mein Leben für Ner'zhul. Die haben mich einfach nicht bemerkt, die Villager. Wir fangen mit denen an. Oh, waren das 24 Stück, ja? Nice. Dann haben wir es ja. Cool. Gut gemacht. Ja, haben wir irgendwas Besonderes gekriegt? Nee, oder? Nee. Tränke. Diese Kursanhänger jetzt. Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre? Ihr geht nach Amborhal und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad ab. Ey, lass ich noch an den. Oh ja. Er sagt ja, sein Tod ändert nichts. So. Leute, das war's schon wieder. Ja. Schlechten Start gehabt, aber dann doch ganz easy. Ja. Bis zum nächsten Part. Ciao.